Guten Morgen. Bevor es weiter zum Nationalpark geht, mache ich mal kurz eine kleine Räucherung. Denn ich habe gestern Abend gefühlte 40 Mücken gekillt, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass die Seitentür hier so ein Spalt so minimal auf war und da müssen die alle reingekommen sein. Boah, ich habe hier nur gesessen und Mücken totgehauen. Das war, boah, unheimlich viel. Ja. Jetzt geht's zum Hivovesi Nationalpark. Da sehen wir uns gleich weiter. Es dauert aber 3 Stunden. Also, Aufladekarte für mein Handy besorgt, damit ich mal wieder einen Monat unbegrenzt Datenvolumen habe. Dann war ich eben noch beim. Auf Escalentinas starten. Beim K-Market. Beim K-Market, also ich weiß nicht, ich kann hier wirklich nicht so einen da finnische Produkte, Lebensmittel, Essens machen. Das hätte ich ganz gerne gemacht, aber hier ist alles arschteuer und ja, ich weiß nicht, auf Brot stehe ich nicht so und hier ist halt Brot voll in und so. Jetzt habe ich mir aber eine Sache geholt. Voll lecker. Kaugummi. Halt so rein natürlich, also heißt das rein natürlich. Halt keine schlimmen Sachen drin. Also schwarz nur die Pflanzenkohle und sowas. Xylit 100%, also den Birkenzucker. Und der schmeckt so gut nach Lakritze. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich denke mal, dass in Finnland und Schweden ist halt Lakritze total so berühmt. Also hier gibt es so viele Sachen mit Lakritze. Und deshalb habe ich eben geguckt so und denke, Xylit nur, das ist ja super. Kein anderes Süßungsmittel, also keine Chemie und so. Das schmeckt so gut. Jo, ihr seht die Straße. Und es ist hier total krass. Also es lässt sich relativ gut auf dieser Straße hier fahren, weil keine Schlaglöcher sind. Und man kann auch, na, ich fahre jetzt mal so 60, 70 in etwa. Ich glaube, es ist 80 sehr freigegeben oder so. Lässt sich jetzt super fahren. Jetzt haben wir was Neues. Die geht jetzt, glaube ich, auf, ich glaube, 19 Kilometer waren das oder vielleicht sind es auch noch mehr. Da geht die Straße überall lang. In diesem Schotterweg hier. Hat aber auch was Schönes. Es ist irgendwie so, fährst du mitten durch die Natur. Noch weiter. Hat schon so voll das Outback-mäßige. Nach 400 Metern. Hier blüht überall der Löwenzahn, das ist so schön. Rechts abbiegen auf Kunladenti, Route 506. Kunladenti. Okay, kein Auto. Können wir fahren. Ja. Strecke ist schön, es fährt sich schön. Es ist wenig los, wenig Menschen. Genau so wie ich mag. Und ich bin total gespannt auf den Nationalpark, weil es so Schluchten geben soll und so. Die Straße ist hier ein bisschen schlecht. Ein bisschen sehr schlecht. Und da ich ja schon vorbelastet bin, so mit rüberfahren über Sachen und so.
sind angekommen im Nationalpark und ich stehe da vorne auf dem Parkplatz, schön. Hier, die Hauptstraße war dann doch in Ordnung, also man muss wohl einfach von einer anderen Stelle sozusagen anfahren und dann ist es noch in Ordnung. Jetzt wollte ich hier mal hingucken, ob hier eine Info ist, wo ich irgendwie eine Broschüre, eine Karte oder sowas bekommen kann. Mal gucken. Oh, und cool, Wasser ist hier auch. Hier, Wasser nachfüllen. Hier ist ein kleines Häuschen mit Übersichtskarte, also keine Repetition. Vielleicht ist ein Häuschen, wo man schlafen kann, ich weiß nicht. Ah, hier haben wir immer so eine Karte als Überblick. Und was ich auf jeden Fall anschauen wollte, waren diese beiden Sachen, weil das ja hier als besondere Zeit gekennzeichnet ist. Und ich glaube, vorhin war ich irgendwie hier oder... Nee, ich war hier bei dem anderen Platz und bin dann einmal so komplett rumgefahren. Ja, da vorne ist so ein Dings. Und ich habe eben festgestellt, es gibt sogar deutsche Karten. Total super. Schön, das freut mich. Steht sogar was über die Wege drin, wie schön. 10,5 Kilometer. Super. Steht auch was. Hier ist eine Karte. Wie schön. Das freut einen doch. Ah, hier sind sogar die Streckenabschnitte, wie weit das ist. Perfekt. Ich würde sagen, dann schaue ich mich noch mal ein bisschen um und wir sehen uns später wieder. Und Leute, schaut euch das mal an. Ein Traum. Ein Herd zum Kochen mit Feuerbetrieb. Voll fett. Zwar ein bisschen verrostet, aber sollte noch gut funktionieren. Na, klasse. Cool. Habe ich auch noch nie gesehen. So was ähnliches habe ich mir mal selber gebaut mit einer Herdplatte. Habe sie noch im Festival mitgenommen. Und da sieht man noch mal die ganzen Routen. Und das erste Mal muss ich sagen, also eins der richtigen Male so, haben sich hier Sachen geschrieben über den Nationalpark, die echt interessant sind. Aber dazu kommen wir, wenn wir auf dem Weg sind. Und es geht mal auf die erste kleinere Runde, die schöne Schlucht anschauen, die diesen Nationalpark so die das Alleinstellungsmerkmal dieses Nationalparks ist. Und vorher holen wir uns noch ein bisschen Wasser. Ich habe eben schon den 25 Liter Kanister voll gemacht. Jetzt habe ich endlich wieder frisches Quellwasser oder frisches Brunnenwasser, aber schmeckt hier unheimlich gut. Ah, ist das nicht schön? Lila, Orange und Gelb. Und Lila ist meine Lieblingsfarbe und die Lila Farbe nehmen wir. Und es spüren schon etliche Mücken um mich herum, aber solange ich nicht stehen bleibe, sollte das ja nicht so das Problem sein. Und eine lange Hose war mir ehrlich gesagt zu warm. So, wir sind schon angekommen und wow, das ist Hidden Porty. Cool, sieht nett aus. Und ich habe das so verstanden, also das ist Hidden Porty, hier haben wir noch eine schöne Übersicht. Und das ist so ein sogenanntes Hiwi. Und bevor damals Finnland, also das war bestimmt noch zu Zeiten, wo es zu Schweden gehörte, christianisiert wurde, haben die Menschen an einem Hiwi die Götter des Waldes, der Natur, der Pflanzen und so angebetet. Und als dann das Christentum kam, war alles pagan, alles so böse halt, und dann wurde es zu einem Platz, wo sich die Dämonen befinden. Ja,
und die Dämonen sind sozusagen ein böser Platz. Und man erzählt die Geschichte dazu, dass hier ein Dämon war und sobald er die ersten Glockenschläge, Kirchenschläge von der Glocke Dong gehört hat, hat er sich verzogen, beziehungsweise hat erst versucht, zwei riesengroße Steine zu werfen, hat die Kirche verfehlt und ist dann mit den Wölfen, Bären und Luchsen, die es in diesem Bereich oder in diesem Nationalpark hier gibt, ja, verschwunden, abgehauen, hat sich in die Wildnis aufgemacht. Hier sind noch etliche Schilder, dass es hier noch zu verschiedenen Parkplätzen geht, zu Raststätten und sowas. Ich werde jetzt vor heute erstmal wieder dem Lilan folgen und zurück, ich glaube, zurück am Auto. War mal nicht schlecht, so ein kleiner Spaziergang. Morgen soll es 26 Grad werden, übermorgen nicht so toll. Deshalb werde ich morgen, glaube ich, auf jeden Fall nochmal was machen. Ich hoffe, der Tag heute hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Puh.